Okay, dann machen wir nochmal ganz kurz, können ganz kurz sprechen. Okay. Also ich frage nochmal, weil vorher war ziemlich laut im Auto. Vielleicht frage ich die gleichen Fragen nochmal. Okay. Aber das, ja. Okay, also das ist eine Peugeot 106. Du hast gesagt, du hast 5 davon. Ja. Das ist wirklich deine Leidenschaft, oder? Genau. Mehr als ein Hobby. Ja. Wie lange hast du diese und wann hast du sie gekauft? Den habe ich 2018 gekauft, also vor 6 Jahren. Und seitdem her bin ich immer etwas am Umbauen, mehr Tuning, was mir so halt gefällt. Ja, ist es dein Traumauto? Mein Traumauto, was ich bezahlen kann. Aha. Was wäre dein Traumauto, wenn du mehr Geld hättest? Ein Königsegg. Oh ja, okay. Schon eine andere Preiskategorie. Well. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was das für ein, also Heckflügel, was... Erstmal, warum so groß? Ist es nur Optik? Ist es auch functional? Oder, und wo hast du sowas gefunden? Also ich mag einfach große Flügel. Ich wollte schon immer ein Auto haben mit großem Flügel. Aber das Problem war, weil es kein Stufenheck hat, ist schwierig, einen Flügel zu finden. Ja. Und da habe ich eine Firma gefunden in England, wo man eigentlich für jedes Auto einen Flügel bauen kann. Aha. Da habe ich ihn angefragt und er hat mir ein Modell gebaut. Also extra für dein Auto gebaut? Einfach für Peugeot. Für 106, Peugeot, ja. Genau. Und seitdem habe ich den montiert. Ja. Ist und aber rein Optik. Ja, Funktion hat es nicht, weil es ist Vorderradantrieb. Genau. Und mit dieser Geschwindigkeit, wo wir hier fahren, bringt es nicht sehr und viel. Und es ist legal? Nein. Okay. Okay, das müssen wir nicht im Video machen. Die Polizei hat mich schon ein paar Mal angehalten. Okay. Und die sagen halt, du musst es ausnehmen und... Die meisten waren sehr freundlich und haben gesagt, das ist cool, wir sagen jetzt nichts. Das... Ça c'est aussi... non, c'est pas très légal, la largeur des... Wie breit sind die Räder? Sind 9x16 Zoll. Ja, und ist es nicht zu breit? Ich meine, also von der Legalität her. Nein, so weit darf es rauskommen. Ah, okay. Das Problem ist einfach, das Profil, es darf nicht rauskommen. Ah, okay. C'est mal le profil. Ah, je connaissais pas l'astuce, donc la largeur des roues, c'est vraiment seulement le profil du pneu, donc vraiment le... Ça, je savais pas. Pas de problème. Et du roll cage, das war schon drin, hast du gesagt. Das hat der Vorbesitzer... Attends. Genau, das war schon... Eingebaut. Die Sitze auch. Sitze auch. Ja. Ja. Und hier drin hast du kein Soundsystem oder kein größeres Soundsystem? Nur original. Nur original, ja. Aha. Ich höre. Là, il a les haut-parleurs original, il a pas de système de sono en plus. Und was sind das für Räder? Brock B2 Felgen. Ja. Sind die auf Need for Speed? Ja, die kann man auch haben. Cool. Die gibt es auch in Need for Speed. Il disait tout à l'heure dans la voiture que l'échappement, c'est une ligne, c'est une marque espagnole. Wie ist wieder die Marke? Don Silencioso. Don Silencioso. Il a la, toute la ligne jusqu'au catalyseur. Alors on rentre bien. Hein. Ouais. Und wie viel PS hat das Auto? Laut Vorgänger 162. 162, ah, okay, ist schon 162 Chevaux. Ouais. Bah, ça pousse bien. Das letzte Mal, wo wir ihn so gewogen haben, ohne Benzin, war er 790 Kilo. Donc, elle fait 790 Kilo. Ils l'ont pesé sans essence, 790 Kilo. C'est bon? Oh, là.